Cutter-Einzel der Damen. Und die erste Dame, die da jetzt an den Start geht, das ist Lena Meyer von Bugo Sport. Und ich habe eine Begleitung, die prominenter nun wahrlich nicht sein könnte. Hallo. Da ist er, genau. Warte, wir richten noch einmal ganz kurz das Mikrofon und da haben wir es. Johnny Horn, Jonathan Hahn, um ganz genau zu sein. Schön, dass du bei uns bist. Freue ich mich sehr, dass das klappt. Also prominenter könnte es gar nicht sein. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell meinen Zettel holen, weil man ist ja immer nur so schlau, wie gesagt, Zettel, die man sich aufgeschrieben hat. Genau, Weltmeister aktuell, Europameister schon zweimal geworden, Vize-Weltmeister mit dem Team. Europameister sogar schon sechsmal. Aber sechsmal? Okay. So, ich höre gerade, wir sollen noch viel leiser sein. Das ist Kata. Dann machen wir das so. Ja, Kata ist eher so die stille Phase. Okay, gleich kommt ja noch Komitee, dann müssen wir nicht mehr so still sein. Richtig. Sehr schöne Cutter. Also, wir müssen vielleicht mal ganz grundsätzlich erklären, Cutter ist eine Kür. Geht ja weiter. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis die Cutter rum ist. Erklären kann man es einfach als wie beim Schlittschuhlaufen. Eine schöne Kür beim Schlittschuhlaufen. Klar definierte Abfolge von Bewegungen. Genau. Eiskunstlauf. Jetzt ist sie vorbei. Bewertet wird es wie beim Eiskunstlaufen dann von, in diesem Fall von Kampfrichtern. Genau, über ein Punktesystem und sieben an der Zahl sind es. Vier Noten werden gestrichen. Bleiben übrig, die zusammenaddiert werden. Genau. Ich glaube, von oben und unten wird jeweils genau in die Mitte nivelliert. Genau. So, jetzt. Zu einem Finale gehören zwei. Jetzt Jasmin Jüttner. Judokan, genau. Frankfurt, Budo Center. Teil der Konzentrationsphase oder schon Teil der Kata? Die Ansage der Kata ist eigentlich schon Teil der Kata.
Beine. Sehr gute Körperspannung, sehr gutes Timing. Wie wichtig ist die Atmung? Atmung ist beim Karate mit das A und O. Also durch die Atmung steuern wir natürlich die Körperspannung, den Endpunkt und natürlich die Geschwindigkeit. Gerade im Kata ist es so ein bisschen ja, Tai Chi-mäßig. Haben, einen gewissen Fluss haben. Ohne das wäre es eigentlich nur ja, eine schnelle Abfolge von Techniken und man könnte nicht mehr erkennen, um was es eigentlich geht. Starke Leistung. Also. Super starke. Sehr ordentliche Kata gemacht. Das ist ein großes Lob. Sehr ordentliche Kata, ja. Dann schauen wir mal. Damit dürfte der erste Titel vergeben sein. Richtig. Heute Abend. Jasmin Jüttner gewonnen haben. Für diejenigen unter uns, die noch nicht so viel gerade schauen, wo war der Unterschied zwischen diesen beiden Katas? Ja, sie klingen zwar sehr gleich, aber von der Technikausführung her waren es Unterschiede, weil es einen verschiedenen Stil gab. 22,6 Punkte für Jasmin Jüttner, 22,0 Punkte für Lena Meyer, deutscher Meister 2020, Jasmin Jüttner. Und wir müssen ja noch leise sein. Noch müssen wir leise sein. Das ändert sich jetzt aber. Glückwunsch, Jasmin Jüttner.